zurück, liebe Leute, zu einem Korken. Oh, willkommen zurück zu Minecraft. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen nach Hause. Es könnte jetzt anfangs ein bisschen länger. Ich habe jetzt direkt angeschmissen damit. Da, oh. Meine Tastatur wollte gerade nicht. Ich bin doch eingestellt auf die Taste E. Also ich bin selber eingestellt. Ich habe mich selber eingestellt. wir müssen schnell nach Hause, weil sonst kommen die bösen Monster und fressen uns alle auf. Und muss ich sagen, ich bin gerade direkt ins Spiel gesprungen, weil sonst wird es dunkel, aber es ist schon zu spät, es ist dunkel. Fress mich bitte nicht, danke. Vor dem Kopf gehoben. Gematscht so. Oh, da war dann auch klar, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann nicht singen. Oh Mann. Ich müsste das Feld mal hier wieder abräumen. Machen wir irgendwo mal anders. Nicht jetzt. Jetzt ist das Fenster und dunkel. Fenster und dunkel. Ich hab gerade ein Skelett gehört. Ich werde eh langsam schon wieder verrückt. Und komisch. Schnell! Hier längs! Hier längs, Leute! Hier lang! Beschützt den König! Wer auch immer dieser sein mag. Du. Warum ist ja nicht so dunkel? Holy moly. So kann ich das aber nicht still lassen. Übrigens, ich muss sagen, wir gerade im Stream. Ich habe bis eben noch gestreamt und so. Nicht jetzt gerade eben, aber bis vor kurzem. Und wir sind alle der auch in Kindersucht verfallen. Sehr empfehlenswert für euch alle, wenn ihr Bock auf dieses Spiel habt. Auch Kinder ist super geil. Ihr könnt gerne bei uns mitmachen im Stream. Würde mich sehr freuen. Ist nämlich sehr, sehr, sehr cool. Oh, und wisst ihr, was ich nach der und der nächsten Aufnahme mache? Erstmal eine Banane essen. Banana! Banana! Guten Morgen, Welt! Oh. Wo haben wir denn Zuckerrohr gepachtet? Hier. Wow, ich muss mal wieder Zuckerrohr ernten. Hab ich hier noch Paper? Papeteria! Papeteria! Oh Gott. Hier 58. Ist ein bisschen viel. Für meinen Geschmack. Wie war das jetzt? So und so? Das sind ja nur 21 Bücher. Also ich muss noch hier so. 22. Das ist ein bisschen wenig. Das sind 8. Ich muss Zuckerrohr ernten. Ich muss das erste Mal Zuckerrohr ernten. Let's go, Leute! Batman! Ich muss meine Hand eigentlich komplett gerade halten. Scheiße. Ich habe die Hälfte auch hier drin verloren, oder? Dann passiert genau das. Hier und da und dort und da und dort. Sehr schön. So. Ist denn hier auch einer runter? Ist der weiter runter? Oh nein. Oh, ups. Das war jetzt nicht die Intention. Wo kommen Sie damit? Das war jetzt nicht die Intention von diesem Randale-Akt, den ich hier begangen habe. Oh, das ging eigentlich relativ fix.
Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück. Sammeln die Reste auf, die wir hier drin gelandet, sind. Da und da und da. War's das? Ja. Und weiter geht's. Wir brauchen mehr Zucker. Im Notfall muss ich extra hinterlatschen noch. Oh, da ist noch einer übrig. Oh, hi. Oh je, ich glaube, ich muss niesen. Nein! Nein! Okay, ich habe zweieinhalb Stacks. Nice! Okay, sollten die 44 Bücher erstmal reichen. Die Papiere legen wir wieder zurück. Diese Box voll Haufen Scheiße. Und wir brauchen jetzt Holz. Holz. Habe ich hier noch Holzrohr drin? Holzrohr drin? Was ist denn Holzrohr? Was rede ich denn heute für eine Sprache? Kolumbianisch oder was? Ich bin so unlustig. Ich nehme die auch mal mit. Ich bin mir dann noch sehr unschlüssig, ob das reichen wird. Und wir haben noch zwei Bücher übrig. Es hat nicht ganz gereicht. Also, das Holz hat sogar gereicht, aber nicht die Bäcker. Der Bäcker war nicht gereicht. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich die hier rum aufbauen muss. Ich werde die einfach mal hier und da und da und da. Mal bitte. Hallo? Das ist kein ganzer Block. Was? Verarschen. Wenn ich jetzt rein theoretisch ein leeres Schwert so Level 30 Enchantment, okay. Unbreaking, okay, alles gut. Bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Wir haben noch zwei. Und nochmal. Okay, wir könnten noch eins machen, aber das ist gerade wurscht. Das Leder nicht nur mit nach unten. Das lassen wir hier für den Fall der Fälle. Einfach mal so fix ein paar Sticks machen können. Das wäre schon praktisch. Das Leder habe ich hier drin. Meine Seeds habe ich hier drin. Das Feuerzberg? Das war Knockback. Okay, das Knockback möchte ich irgendwann kaputt machen demnächst. Also nicht kaputt machen, sondern halt verschwenden. Und ich würde sagen. Was mache ich denn jetzt gerade? Ich hätte halt eher gedacht, dass das ein bisschen umständlicher wird gerade, was ich machen wollte, aber dem war nicht so. Jetzt ist doch mal der hier wieder abgeerntet. Auch schön. Stimmt, ich wollte was bauen. Ich muss mal überlegen, ist Holz besser oder Stein? Das? Oder das? Das? Oder das? Das? Oder das? Ich muss mich mal überzeugen davon. Was
besser ist. Au. Okay. Hallo? Ah, okay. Du dachtest, ich meine, was so. Ah, halt, stopp. Ich möchte nicht. Okay, mal schauen, wie weit ich damit ungefähr komme. Denn ich habe ja letztens davon erzählt, dass ich da außerhalb was bauen möchte. Ich weiß noch nicht. Das sind 32 Blöcke. Das ist dieselbe Höhe wie das da drüben. Okay, das ist mir zu wenig. Dann nehmen wir halt einfach die kompletten 64 Blöcke. Weil es sein muss. Ich schaue immer darüber. Ich bin immer noch. Meine Haare, die übrigens gerade mega fancy. So, oh, Baby, oh. Irgendwie freue ich mich richtig auf Life in the Woods. Mega Bock auf das Spiel. Das ist halt mal eine Abwechslung, dass ich das Modpack immer nur alle 3 Tage spiele. Im Gegensatz zu dem hier. Ach scheiße, ich habe kein Holz dabei. Zumindest für die Grundfläche Holz nehmen. Oder Erde. Habe ich noch Erde? Nope. Aber ungefähr hier. Ja. Es ist so schön, einfach nur Wasser. Einfach schön. Hier werde ich was hinbauen. Nächste Folge. Denn jetzt haben wir schon wieder fast die Folge rum. Jetzt gehen wir noch schnell ins Brett. Ins Brett. Brett. Ich habe festgestellt, Tag dauert 10 Minuten. Ich glaube, die Nacht dauert 20 oder 30? 20 Minuten? 15? Es kam mir immer zumindest so vor, dass die Nacht länger dauert. Da ich ja keine Nacht mehr wirklich komplett draußen bin, weiß ich das auch nicht genau. Und jetzt gehen wir erstmal sleepen und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge bauen wir da hinten erstmal was. Wird cool. Voll cool. Ich finde schade, dass man das nicht nochmal verzaubern kann, aber Feather Falling ist richtig cool. Ärgerlich, dass ich nicht 4 bekommen habe, weil ich nicht genug Level hatte. So, aber erstmal, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Minecraft Vanilla. Bis dahin, tschüss!